Oder halt Muscheln. Also ja, an sich, ich guck gerade, wo ich das finde. Also da Thorsten, nur du bist jetzt für das technische Coaching zuständig, weil ich muss mich auf Zocken konzentrieren. Ja, das hat da ein paar große Probleme. Ja, jetzt sehe ich das. Leila, das ist ja geil. Gleichhäuser anfliegen. Das ist ja geil. Hier ist eine rote am besten. Gucke ich jetzt wirklich dir zu, Bender, oder wem gucke ich jetzt irgendwie? Ja, du guckst mir zu. Okay. Da hätte ja sein können, dass das random ist. Nein. Das ist unser. Geht das, kann das jeder machen, oder? Hilf zu schlagen, Lea, hilf zu schlagen. Schlag ihn, mach ihn platt. Der läuft weg. Oi. Okay, dann hol mich. Hol mich. Ich bin knock. Nee, Rest kannst du ruhig liegen lassen. Ich bin knock. Ich hab keine Ahnung, was das gerade war. Ein Knockout. Ja, ich wurde genockt. Mit meiner Upsi da rein. Also irgendjemand muss mich holen. Wo bist du? Direkt neben... Oh, Bender, die spielst du jetzt auf Close Range. Jetzt werde ich dir das mal ein bisschen beibiegen. Die Leila, bist du auf Close Range, genau. Ja. Da machst du einen Red Dot oder einen Holo drauf. Der ist weg, oder? Oder ist der irgendwo? Holt mich jemand? Keine Ahnung, ich guck. Holt mich jemand? Taktischen Schaft rein. Holt mich jemand? Holt mich jemand? Hä? Doch, ich bin woanders. Ich bin woanders gelandet. Holt mich jemand? Du bist in Milter. Holt mich jemand? Du kannst aber holt mich jemand? Bender, du kannst rübergehen auf die andere Seite. Oh mein Gott. Ich komm. Warte kurz, ich brauch noch eine Weste. Ich komm, wenn... Was siehst du da hinlaufen? Nee. Genau so. Aber eben halt mit dem Red Dot perfekt, dann hättest du ihn gehabt. Dotback, pass auf. Das so, lass ihn liegen, genockt reicht. Jetzt gehst du weiter, du. Ja, super, danke. Steps links, Bender. Ah, die Übertragung ist leise. Links ist auf alle Fälle was gewesen. Das höre ich sogar so schon. Da. Ich hab den genockt, der dich höchstwahrscheinlich genockt hat. Ah ja, genau. Nee. Hast du den Rest geholt? Ja. Steckst du. Rechts von dir müssen mindestens zwei sein. Das hast du gehört. Da, Steps, vor dir, close. Da, hinter der Wand sitzt, da hast du ihn gesehen. Schön. Das war Mensch, würde ich sagen, oder? Ja, ist Mensch gewesen. Siehst schon am Namen. Ja. Nimm den Chip mit. Obwohl, der war tot. Der, da ist der keiner war instant mehr. Tot. Ja, dann hat er nichts. Und der hat auch keinen Chip. Aber wenn du willst jetzt für den Close-Kampf, kannst du auch das M4 nehmen. Du hast ja alle Anbauteile dazu. Na gut, ich nehme hier ein bisschen erstmal ein bisschen Mini-Stuff. Erst findest du gar keins, jetzt hast du schon zwei Achter. Lad mal die M24 nach, dass du mehr wegkriegst. Na gut, erstmal die Ace. Boston ist hier der Coach, I like that. Ja, naja, also wenn ich das sehe, da tut mir schon gar nichts weh. Und der ist auch sehr direkt bei hier, bei mir. Ja, ich rede nicht um den heißen Brei. Bei mir gibt's klare Ansagen. Vierer wegschmeißen, den Schmutz brauchst du, nimm nur Platz weg. Und das Achter kannst du verschenken an deine Teammates. Nee, das Vierer behalte ich. Wenn ich eine Barrel finde, dann mache ich das aus der Barrel ARDMR. Der ist ein bisschen komisch. Ja, wenigstens spricht's mal einer aus. Ja. Close-Range-Waffe spielt man nie mit Scope, außer wenn du so kannst wie Dings mit einem Zweier. Wenn du das drauf hast, dann kannst du einen Zweier ja machen, aber nicht alles andere ist völliger Humbug. Wieso? Na, weil wenn du reingescoped hast... Und AR, hast alles in zwei Waffen. Ja, und dein Blickwinkel ist halt völlig Mode. Du kannst doch, du hast einen Achter für Long-Range und du spielst einen Red Dot oder ein Holo auf Close-Range. Warum? Weil wenn du reingescoped hast auf Close-Range, da siehst du ja nur einen kleinen Fokus. Du hast dann einen geringfügigen Teil, du siehst dann den ganzen Bildschirm. Ich, um zu scannen, den guck ich, spiele ich auf vollem Bildschirm ohne rein zu scopen und dann markiere ich mir den und dann, so wie jetzt am Baum hast du ihn gesehen. Und da brauchst du nicht mit dem Red Dot schießen auf die Range. Zum Beispiel. Du hast nach der Scope. Da war irgendwo einer, bei Grün habe ich einen gehört, ich weiß aber nicht. Einer geschossen war, aber glaube ich Bot. Bei Bender wird auch rumgeballert, aber ich glaube, es ist Bender, der ballert, oder? Ja, natürlich. Weil er rumspielt. Wenn er es ernst nehmen würde, hätte er Scope genommen, dann wäre der schon weg.
Lila, was ist denn mit dir? Ist bei dir... Da läuft einer. Wer schießt denn bei dir, Lila? Wer ist denn bitte Lila? Lila ist mein Schwesterherz. Ach so. Nee, ich hab Lila verstanden als Farbe. Nee, Lila mit 2 E. Ach so. L-E-E. L-A. Hier, der hat 3er Rucksack dabei. Was ist da? Wo schießt du hin? So da. Der Hurricane Masher oder so, keine Ahnung. Der war, glaube ich, auch irgendwie mental im Urlaub. Dann gib wenigstens das andere Achterscope an Rez oder jemand ab. Das macht ja nur Sinn. Was das rumtragen, brauchst du es ja nicht. Bitteschön. Nimmt einen Haufen Platz weg, der Müll. Nice, nehme ich. Und es optimiert ja im Prinzip auch eure Kampfkraft. Als Team. Bei uns ist noch Action irgendwo hier. Wow. Farm. Erweitertes Magazin. Ich schmeiß hier ein paar Sachen raus, die ihr vielleicht brauchen könnt. Nö. Hab schon alles. Leichter Griff, erweiterte Magazine und lauter so Kruscht. Lila, nimmst du das Auto? Ja. An der Farm geht's ab. Naja. Aber überwiegend Bots, was ich höre von den Schüssen. Und das ist halt das Ding, jetzt müsst ihr dann eben auch mal sehen, dass er dann sozusagen mal die Bots mal machen lässt und wenn der Mensch die handelt, damit du rausfixierst, wer der Mensch ist, den nimmst du raus, damit die ein Problem kriegen. Fender. Was? Bist du... Nein, du fährst. Willst du mit mir kommen oder nicht? Nö. Okay. Oh, hinter beim Müllteil. Am Strand unten, hast du gehört. Ja. Angriff! Ja. Aber das sind auch Bots. So viel Schüsse, um einen zu töten. Haha, ich war schneller. Charlie aus. Hat jemand mit Charlie geschossen von euch? Ja, ich. Okay. Mit dem. Der eine Typ, was er gerade gesehen hat, mit dem Clan Tech Salz, die Band ist nicht schlecht gegen. Die habe ich schon mal gespielt. Also ich kann nicht sagen, dass jeder von denen gut ist, aber das Clan Tech Salz, die sind nicht schlecht. Das ist ein höherer Clan. Natürlich gleich. Bam, Kill. Wer war ja schon knockt. M24 Bänder. Hab schon. Habt ihr da noch etwas? Gegner, grüner Marker. Komme ich aber nicht hin. Ich brauche einen Vierer oder sowas. Hey, Lila! Ich bin reingenockt im Wasser. Wo? Keine Ahnung, irgendwo im Wasser. Ich brauche eine neue Waffe, meine Muni ist leer. Lass den im Wasser doch mal am Leben, damit du den Kill auch kriegst. Er stirbt sowieso im Wasser. Bei Grün war noch ein Gegner. Lila, komm schon! Jetzt warte, ich brauch mitbringen. Go! Tschüss, zwei Leichen. Hier ist eine Leiche und Dings. Bei Blau sind zwei Leichen. Kurz davor und kurz danach. Ich hab keine Munition. Was brauchst du? Keine Ahnung. Muni. Dingsbums da, Wie viele Kills habt ihr schon? Keine Ahnung. Ist doch egal, es geht nicht um Kills, ich brauche erstmal einen Scope. Ich hab voran 8er. Ich bleibe mit dem 2er. Ja, der Bender könnte dir ja einen 4er geben, der will den Scheiße unbedingt behalten. Der hat's im Kofferraum oder was? Na, der hat's die ganze Zeit im Rucksack, weil er ja rumspinnen will. Seid wisch 4er? Er hat schon 6er. Ah, Rez hat. Sollte. Ja, ich spiel hier eine Close Range Waffe mit einem 4er, also das ist ja völlig behämmert. Wieso? Hast du eine DMR? Nee, so wirst du nie Erfolg haben, wenn du auch wirklich auf Ranked spielst. Also hier Casual kannst du so einen Mist ja machen. Weil der Bot dich ja mit Verbänden bewirft, aber nicht, wenn du im Prinzip auf einer richtigen, wenn du 100 Gegner hast, da brauchst du so eine Faxen nicht machen. Da kassierst du instant. Wenn du auf welche triffst. Eigentlich muss ich Boston Bullet so einen Vertrag geben, so als Consultant. Weil er spricht die Wahrheiten aus, es ist einfach so. Nicht so wie ich. Ich bin immer so nett und politisch. Was machst du für eine Scheiße? Ich schmeiß Vierer weg, Mann. Ja, Alter. Ich war mal, wie gesagt, Trainer. Du musst den Leuten in den Arsch treten, auch bei Kindern. Sonst die erstens mal lachen sie zwar drüber, die ja. Die zwei sind meine. Aber die lernen halt nur, wenn du denen das auch klar ansprichst. Die rechte Ansprache, richtig.
Das ist streiche ich dir über den Kopf, lernst du doch nichts. Dann machst du das nächste Mal genau die gleiche Scheiße, nee, weil dich halt kein Stress erwartet. Ja. Wenn ich dir sage, du bist selten dämlich, beim nächsten Mal nehme ich dich nicht mit, dann strengst du dich auch an. Ein Like, man. Ich mag das, wirklich. Boston, du kriegst von mir so ein... Ah, ich habe ein Viererscope. Du kriegst von mir so einen Consulting-Vertrag. Ich finde das eine gute Idee. Oder so wie gestern, wenn ich hier Bender piekse, der soll sich gefälligst bewegen, weil ich schon 13 Kills habe und ich gehe auf die 20 zu, dann gibt der auch Gas, dann fängt der an zu spielen. Weil dann fängt er an, sich selber Druck zu machen und will was erreichen. Wenn wir hier einfach über die Map rennen und die warten, bis ich Chicken Dinner für euch geholt habe, das bringt ja auch nichts. Ja, so ungefähr, weil ich dann sage, ich fahre jetzt über die ganzen drüber. Nee, das ist gut, echt, also wirklich. Das meine ich ernst, das finde ich echt eine gute Sache. Nur so lernen die aber auch. Auch wenn das für Ina gestern zu viel war wahrscheinlich. Ina, die Arme, die hat jetzt einen Burnout. Die Ina hat einen Burnout jetzt. Ja. Ja, aber die hat gestern auch 5 Kills gemacht oder so. Rein. Das war ja nicht verkehrt. In dem Endgame war sie gut. Ja, das stimmt. Lass uns mal über die Brücke pushen hier, Leute. Und zwar ASAP. Jemand zufällig ein Visierchen? Ich habe vorhin einen Vierer weggeschmissen. So, wir müssen alle über die Brücke jetzt. Upsi, nein, Auto! Ja. Geht's wieder auf? Ja. Ja. Aber wenn ihr über so einen Huckel fahrt, dann nehmt mal das Gas entweder weg, also nicht mit Shift fahren dann kurz mal weglassen oder einfach mal kurz Z drücken und danach wieder S, dann jumpt der nicht so ultra krank durch die Gegend. Ich mache immer Volljump. Ja, deswegen liegst du auch fast immer auf dem Dach und läufst danach. Hey, ich mach Flickflack und lande auf den Rädern. Wow. Welches Arsch hat uns dann Ding? Ja, das finde ich so geil, das mache ich auch so gern. Aber dann weißt du schon mal, dass Menschen noch vor euch sind. Ja. Auf dem Berg oben, hörst du schon schießen? Ja. Überall. Ich sehe nur Bender seinen Fokus und der guckt ja wieder ganz in ihm. Bender, die Schüsse kamen von oben irgendwo. Den Bender kannst du richtig zusammen, zusammenscheißen. Ja, das ist gut. Das mache ich auch gerne. Das ist, er braucht es. Das ist ein Hobby von mir. Das ist so eine Art, Dienst an der Gemeinschaft, weißt du, wenn du das machst? Ja. Ich brauche ein neues Auto. Auto? Bender, wo ist der Typ? Markier mal bitte. Der ist schon knockt, der will sich doch wieder blöd. Über den Brücken! Rechts war auch noch Geballere. Bender, guck mal rechts auf den Berg hoch. Richtung Aussicht. Wo ist denn bei dir rechts? Ja, genau. Guck mal da hoch. Scan mal da rein. Kleine rechts, links, mit der M24 oben. Ja, du hast nicht nur die. Ja. Das haben wir gestern schon gemerkt. Als und wie hast du auch noch nicht gelernt. Ah, hier vorne. Mensch. Ist doch kein Mensch. Wo ist das vorne? Ja, hier bei meinem Marker vorne am Haus. Das ist ein Bot gewesen. Das ist ein Bot. Rest ist okay, noch mit dem. Jawohl. Da schießt aber noch. Achso, das war der Rest auf mich. Hol den erstmal hoch. Ja, du warst hinter... sorry, ich musste leider... Ist nicht schlimm. Durchmoppen. Ich musste durchmoppen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Da fallen Zeugberg. Jo, kommt klar, oder? Ja. Ja, sehe ich, ja. So, jetzt nimmt mal das... Nimmst du dein Auto oder fährst du mit? Ich fahr mit. Jetzt nehmt er mal die Autos und fahrt mal in die... ins Military rein. Fahrt ins Military rein, da habt ihr mehr Deckung und auch ordentlich was zu looten. Taylor, hast du ein Auto oder für Schmidt? Ich lauf. Nein, fahr mit, Lela, come on. Und wenn ich euch dann sehe, hoch. Komm mit rein. Hochboosten, die können, die Zeugs haben. Rein. Und dann bleibt nicht so lange auf der Straße, fahr bis zur Ecke von dem Military Home da und dann fahrt da auf das Gelände rein, dann könnt ihr euch auf so einen Bunker aufteilen. Habt da erstmal eine Sichtfläche, eine Erhöhung. Und ich glaube, Bolle, du musst mal öfters mit uns mitspielen. So als Kommentator oder irgendwie so. Ja, das ist voll gut. Nur zugucken ist langweilig. Ja. Yeah. Aber da steht das Great. Drop. Ihr müsst links fahren, nicht auf den Berg. Fahrt richtig auf das Gelände rauf da, dass ihr Deckung habt. Ihr könnt den Drop looten, mal gucken. Vielleicht war schon einer dran, vielleicht auch nicht. Und ihr habt hier Möglichkeiten, von der Erhöhung zu spielen. Davon ist der... Nimm die P90, was willst du mehr, Alter? Wer spielt P90? Na, ich. Bender natürlich. Okay. Gierlappen. Nee, ist okay, ich meine, ich bin happy mit meiner M4.
Ja, aber dann gehen wir da nochmal ran, der hat jetzt gerade die ganzen Anbauteile weggemacht, wie den leichten Griff und so. Da kannst du dir noch was nehmen. Kohle und so. Also macht halt Sinn, deine Waffen zu optimieren. Wenn du noch was brauchst. Ja, passt eigentlich, ich bin happy. So, Ben, dann mach mal, drück mal M. Ich muss mal die Map sehen kurz. Okay, dann bewegt euch mal, also wenn du da Military die große Halle siehst, in die Richtung bewegt ihr euch mal. Wieder. Ja. Irgendeiner schießt. Von hinten. Ben, da bei dir sind welche. Weiß. Der hat gerade einen platt gemacht. Ja, der hat den einen tot gemacht, der stand ja fast neben ihm. Der stand neben mir gefühlt. Ja, und ich hab mit ihm gefightet, also. Der hat auf mich geguckt. Aber ich würde trotzdem Richtung den gelben Marken. Da war aber noch einer, glaube ich, oder? Oh, warte mal, der hat Achterscope gehabt. Nimm da mal den Chip mit, bitte. Da war Chip, noch einer, glaube ich. Der hat keinen Chip. Da, der Chip, du siehst noch schon. Du scrollst unten, runter mit dir. Setz die Brille auf. Da. Also da. Nimm und das Achtfach für mich mit. Genau, das Achtfach packst du noch ein. So, und dann abzwischen. Und dann schmeißt du auf dem nächsten Berg. Hier in irgendeinen Strauch schmeißt den Chip rein, in so einen Strauch am besten, dann ist er weg. Ein Fahrzeug. Auto auf der anderen Seite. Genau. Ja. Rein ins Auto. Rein ins. Nimm du das Auto, dann. Du ziehst Fokus. Wir müssen nicht zusammen sein. Wenn die auf dich schießen, dann siehst du das Mündungsfeuer. Die verfahren. Die kommen schön zu uns. Wo? Sauber. Weiter. Nee, wenn der noch knockt ist, versucht einen Lärm zu bringen. Da ist ein zweites da. Da. Ihr könnt noch mal Bewegung bekommen. Vorsicht, die sind irgendwo. Ja. Hinten. Nicht die P90, nimm das andere zum reinscopen. Du guckst erstmal, wo sie hinfahren. Erstmal spotten, nicht gleich schießen. Du musst ja deine Posi nicht schon vorher verraten. Lila, da komm hinten rein ins Haus. So, da oben wird gesmoked. Die holen den wieder hoch. Ne, das wird hier unten. Der ist gestorben, den, wo ich genockt habe. Ach so? Ja, dann ist gut. Aber weil deine Smoke liegt. Ja, das wundert mich auch. Hinter dir. Jetzt die P90. Das ist Close Range. Ja. Was machst du? Ja, ich hatte die M24 von vorne. Ja, da wechsle ich die Maus rein, einmal rüber, fertig. Genau, Bender. Kannst du jetzt... Ich finde das so geil. Ach, du... Ja, weil das einfache Spiel, der kennt so viel... Ja, lass doch mal. Der guckt noch. Doch. Also wo sind jetzt die Buddies hier? Mein Mann, auf dem anderen Bunker. Gelb. Auf dem anderen Bunker. Ja, ich bin weg. Aber so lange, wie der angelegt hat. Ja, hier bei Gelb. Bender, guck mal rechts zu, bitte. Hm? Guck mal rechts zu. Da guck ich. Bei Gelb. Der läuft hier zum Bender. So, du läufst außen rum. Der ist hinten bei Gelb auf dem Bunker oben. Der ist aber ultra schlecht. So lange, wie der angelegt hat für einen Headshot. Den machst du platt. Long-Range-Waffe raus und ansetzen. Hinter dem Berg ist der. Hey Rest, was machst du? Ich will nicht hier auf der offenen Fläche rumeiern. Ja, ich würde auf den Berg gehen. Auf den ersten, auf den Bunker. Der sitzt auf dem zweiten, der wird die eh gleich looten kommen. Okay, alles klar. Weil das ja beide hat. Markiert bitte mal eure Location, damit ich die Chips wieder einsammeln kann. Die sind auf dem Bunker, wo du zuläufst. Da könnte der jetzt auch gleich kommen. Der muss ja auch in eure Richtung. Die sind zu zweit. Also der eine, der war... Einer hat einen weißen Helm gehabt, Standard. Warte mal, da muss er jetzt auch kommen. Wahrscheinlich lootet er uns. Ich hatte schon gelootet, oder der eine. Warte. Ich sehe keinen Mensch. Ja, die kommen aber hinter dir, hundertprozentig. Dann geh in Deckung in der Zone. Weil es ist ja schon Phase 4. Ich gehe jetzt ins Haus rein. Leila in Dings, in die Zone rein. Da ist Waffe weg. Jetzt ja, warte kurz. Weg. Und dann hochboosten im Haus erstmal, dass eine Gegenheilung da ist. Rein ins Haus, Lila. Rein ins Haus und wenn da die läuft, Typen... Da läuft er, ja. Schön. Das ist aber von Spielbereich. Sniper von links. Links von euch. So wie es sich angehört hat, ist Sniper das auch Sniper von links, ja. Bist du für ein komischer Spieler? Der ist oben hier, Lila. Der ist oben hier drin. Der Riegel war gut, Rez. Wenn du unten durchs Fenster guckst, wenn der da wirklich oben steht. Ja genau, so und dann rauspieken. Ist der Kasper. Aber nicht beide nebeneinander. Lella, gehst du woanders hin? Wir sollten einfach in die Zone reinpushen, weil ich glaube... Mach mal, drück mal M, wie weit ist denn das? Wo bist du dann hin? Okay, und das ist ein ganzes Stück, dann los.
Dann geht einen. Woher weißt du, wie weit es weg ist, wenn du markierst? Na, jedes Kästchen ist 100 Meter. Okay, du schaust auf der Minimap an. Hey, ja, noch jemand, jemand hat noch gerade M gedrückt. Ich sehe da gerade nicht mehr. Ich bin's, du guckst hier mir zu. Ach so, ja. Also deswegen sehe ich das. Das ist der Typ mit der. Das ist das Ball-Island-Dude. Du musst weiter rechts laufen, Lela. Zum Rest. Wenn ihr in die Zone wollt. Der muss aber doch auch aus der. Der muss aus der Komfortzone auch weg. Der geht nach links. Mir nach. Genau, hinter dem Bunker lang. Ja, lauf. Mir nach. Waffe wegstecken, dann läuft's so schneller. Und dann schauen wir mal, wo der Duderino rauskommt. Du versuchst jetzt einfach zwischen die Container zu kommen, dann habt ihr wieder Deckung zum Laufen und dann müsst ihr wirklich rein auf Steps hören. Sind aber noch zwei Teams außer uns. Ja, aber es sind ja nicht alles Menschen. Ein paar Menschen sind weg. Jetzt könnte man theoretisch den Duderino ausfahren. Halt, hier hat eine P90 rechts von dir geschossen. Wahrscheinlich die von Da liegt direkt vor uns. Ich nicht hoch, Lele. Die Richtung, wo du jetzt läufst, und die Schüsse mit dem Charlie. Ja. Nimm eine Waffe in die Hand. Ich mal auf den Container hier hoch, von oben, dann hast du ein bisschen Sicht und du hast. Da vorne ist er. Na dann. Rein. Rüber. Lila mitkommen. Der läuft, der ist an der Mauer. Achtung. Denk dran, Lila, hinter uns ist auch noch dieser Sniper-Spacko. Ja, Rez, den, wo du markiert hast, der kommt zu dir. Das ist bei dir, das ist in deiner Richtung, das ist hier vorne an der Mauer. Wo gerade eben noch gestanden. Ja, ich seh ihn doch. Markiert den Fuzzi. Dass ihr den nicht das Scope nutzt auf die Range. Da hättest du einen locker gehabt. Der wusste ja nicht, dass du drauf bist. Ja, links an der Mauer, ja genau da. Reinsprayen. Sprechen. Wo ist der Kasper? Ich seh ihn jetzt nicht mehr. Weiter rechts muss er sein. Oder rechts, oder? Rechts. Da. Ja. Nimm deine Mini-Lela. Da bist du besser. Das sind zwei Stück, das sind beide Bots, Leute. Das sind Bots, ja. Ein Hit. Okay. Denk dran, rechts von dir ist noch die P90, die hat da geschossen, die muss rechts von dir irgendwo kommen. Ja. Oder jetzt vor dir. In dem Fall, weil rechts ist ja schon nur noch Fahr. Ah, oh, scheiße! Okay. Lauf weg, Lela. Der Salz, die bleibt. Okay. Lila, okay, komm mal. Es ist 2 gegen 1. Genau vor dir, Lea. Vor dir, rechts. Links. Da, ja. Mark bitte. Hinter dem Container dann. Nimm die Long Range Waffe. An dem Runden, ja. Er hat doch die Long Range. Schnell, genau da durch. Bender guckt ja jetzt nicht mehr dir zu, deswegen sehe ich nicht, wo du bist. Heilen. Du kannst doch durch den. Ender mal deine Position oder so. Nice. Das war ein sogenannter Sockenschuss, Leute. Ey, sag mal, haben wir jetzt 3 Chicken Dinner geholt gerade? Ja. Nice. Und das, obwohl wir nicht gut gespielt haben. Das muss ich an der Stelle mal zu Protokoll geben. Wir haben nicht gut gespielt. Gern geschehen. Ja, also der Meinung war ich auch schon, bevor Boston Bullet dazu kam, aber er hat es wenigstens schön verbalisiert. Wenn es kein anderer macht,